willkommen hier zurück bei Unzockt Tomb Raider Rising. So, da sind wir jetzt. Jacob, der ist ja aufgebrochen zu seinen Dörfchen hinter dem Bergpass irgendwie. Und als ich hier rauskam, kam sozusagen dieser kleine Beschuss hier, ja. Habt ihr auch mitbekommen, hier bei diesem Holzlager. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Ja. Achso, ups. So. Da werden wir sozusagen helfen. Wen auch immer wir helfen können. Verbündeter in der Nähe. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh okay. Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Aber natürlich. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. Okay, die Wolfshöhle da oben. Die markieren wir uns mal auch. Achso. Ach, die ist schon markiert. Ach, genau. Apropos markiert. Das ist ja der Schrank, den ich einiges aufbrechen wollte. Dank dem Dietrich. Ja, Gift ist voll. Sehr schön. Okay, die Wolfshöhle. Da hinten. Dann mal ab hoch da. Tumorwölfe diesmal mit der Pistole töten gleich. Obwohl, bei dem war ich doch schon drinne. Okay. Stimmt, hier habe ich noch keine Wölfe gefunden gehabt. Nehmen wir mal die Giftpilze mit. Ganz schnell rechts. So macht es natürlich gleich richtig viel Sinn. So. Also können wir gleich auch hier hochgehen. So. Ich scheiße auch mal auf die Schüsse, die da hinten kommen. Ich will das Lager hier erstmal säubern. Das war halt natürlich nicht so geplant, dass ich jetzt hier ja, drauf gehe. Aber machen wir es anders. Geschafft, okay. Gut. Das heißt, wieder normalen Bogen in die Hand nehmen und gut ist. Ups, nicht doppelt springen. So, haben wir erstmal das Rückzugsgebiet für die.
Und dann kümmern wir uns gleich mal um das Geballer, was da hinten war. Danke. Haben Sie die Höhle geräumt? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Pistole im Visier. Okay. Cool. Das Ziel darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen. Wir brauchen Antworten. Okay. Puh. Ja, guck du mal da. Puh. Ich bin ja froh, dass ich nicht geschossen habe gerade. Oh, ich komme gar nicht so weit hoch. Okay. So. Ich glaube, da draußen ist... Oh! Mist. Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Sie versteckt sich noch. Aber nicht mehr lange. Wir finden sie. Sie muss irgendwo hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Nö, hätte sein können. Aber auf jeden Fall groß genug für ein Versteck. Blut. Sie ist verletzt. Ja. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin ja. Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Na, aber natürlich. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Ja, natürlich. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Durch die Höhle östlich von hier. Die da oder was? Ah ne, da oben. Jacobs Leute mussten hier arbeiten. So, sind wir wieder im Bogen. Okay, ich dachte, hier wären dann Feinde.
Wow. Wow. Okay. Damit hatte ich jetzt null gerechnet. Okay, Giftpfeile hergestellt. Alles, was wir finden, nehme ich mit. Ist doch klar. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Okay. Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Na, das ist so super. So, wieder ein Lager entdeckt. Das ist sehr schön. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist im Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Okay. Wow. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Es läuft. Was zum... gehört? Das war die Hexe! Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Okay. Nein! Ich hab doch gedrückt. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Läuft! Was zum... gehört? Das war die Hexe! Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Ha! Achso, Federn sind schon voll. Eine Eisenmine war hier gerade.
Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert. Okay. Wow. Okay, Schwein gehabt, puh. Sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tal. Aber ich will in den alten Tempel rein. So, tun wir noch ein paar Pfeile herstellen. Wenn ich das Tor runterlasse, kann ich höher hinaufklettern. Also, als ob ich hier nicht rumsuchen würde. Weil wenn ich schon einmal hier bin... Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Okay. Eine weitere Karte. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. So. Okay. Gibt's jetzt sonst noch was? Nö, eigentlich im Moment erstmal nicht. Okay. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Ah, so, okay. Jemand auf jeden Fall mit viel weißer Behaarung rumgeschlufen. So, nächste Geschichte. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Okay. Ha!
Das haben wir schon mal. Ein Durchgang. Eine Klinge. Vielleicht kann ich es schwingen. Irgendwie. Ah, ein Moment. Geschafft. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Sehr schön, geschafft. Unglaublich. Eine natürliche Formation. Eine riesengroße Orgel, so ungefähr. Nehmen wir mit. Es ist ein Kodex mit verschiedenen Betrachtungen zur Willenskraft. Instinktstärker. Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau. Wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Diese Gesundheit sofort erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Okay. Ja. Das ist also der Grund. Weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Mach ich. Na. Aber erst das aufmachen. Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester bei Messen trugen. Okay. Und wie soll ich jetzt da rauskommen? Dahin kommen? Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Aha, hier war da was. Ah, ich wusste es. So eine Art, dass da irgendwas sein muss. So. Ja, und jetzt? Ich wette, da falle ich gleich wieder runter. Achtung. Hier ist ein kleines Lager. Großvater
scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Okay. Ah, ich dachte, hier wäre jetzt was, oder? Ist hier was? Nö. Okay. Nadja, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Okay. Nadja, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Ach so. Bis er die Hexe sozusagen traf. Okay, da kommen wir nicht rein. Ich muss halt so oft das hier machen. Ach, das ist ein Lager für uns sozusagen. Okay. Audioaufzeichnung. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war. Doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Ah ja. Hier weht eine Art Pollen umher. Was hast du gesagt? Ich kann mich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Hier dreht sich alles. Oh nein. Nein, ich muss träumen. Nicht real. Das kann nicht sein. Sie gucken mich alle an. Geh einfach weiter. Okay. Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Warte. Voll auf den Trip ist die Kleine. Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Komm her. Das ist nicht echt. Nicht er. Dad, halt! Bitte nicht! Gott, nein! Ich muss sofort hier raus! In den Mythen steht die Wahrheit.
Ich will nur weg. Bitte. Nein. Nein, was ist denn? Halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert? Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber... Es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Okay. Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Ich tat es trotzdem. Ich dachte, dass Minister Dyatlovs verdutzter Blick den Verlust meines Forschungsetats wert wäre. Ich war so dumm. Die Ratten vom KGB traten noch vor dem Morgengrauen meine Tür ein. 5 Jahre im Arbeitslager. Sie haben nicht mehr den Mumm, es beim Namen zu nennen und nennen es Freiheitsstation. Lügner. Es ist ein Gulag. Ich habe mir geschworen, dass sie mich nicht brechen. Doch schon in der ersten Woche winselte ich um Gnade. Ich muss hier raus. Eine der Wachen, ein rotwangiger Bursche namens Ivan, hat mehr Herz als Verstand. Es schmerzt mich, seine Arglosigkeit auszunutzen, doch ich werde hier nicht verfaulen. Aha. Die Hexe, also die alte Dame, sozusagen, die Hexe ist, die wurde sozusagen in diesem Gulag gefangen gehalten. Also Arbeitslager. Ja, ja.
Und jeder weiß, Arbeit macht frei. Das ist doch klar. Laut den Russen. Als damals. Meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends, und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Aha, Botanikerin, sie weiß um das Gift Bescheid. Dann ist ja gut. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Ja, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Ach, Mist. Okay. Ah, ein Moment. Okay. Dann so. Ordentlich Schmackes da rein. Sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Okay. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Oh, Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Okay. Ach, hier sind wir. Ja, jetzt haben wir wieder einen ganzen Weg zurück. Na gut. So, dann gehen wir wieder zurück.
wird er ein weiter Weg werden. So. Wir können auf jeden Fall. Was höre ich da? Na, das wissen wir jetzt, was du da hörst. Die Orgel. So. Und wieder zurück. Soll ich jetzt da eigentlich zurückkommen, so richtig? Okay. Bin ich gerade ein wenig überfragt, wie ich zurückkommen soll. Halt, war da? Nee, war nix. Okay, klar. Schnellreisefunktion. Haha. Klar, die Schnellreisefunktion. Oh, ich folter. Na gut. Dann werde ich erstmal noch ein paar Sachen dann sammeln und machen und tun. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.